Was für eine Aufregung an diesem ersten Montag der groß angekündigten Mac-Woche von Apple. Da kann es schon mal passieren, dass ja dann die größte Neuigkeit dann sogar regelrecht übersehen wird. Zumindest aus Sicht von uns EU-Bürgern. Ja, mein Blick war zumindest erstmal auf den neuen iMac gerichtet, auf den M4. Und als ich dann die Pressemitteilung gesehen habe, dass jetzt iOS 18.1 erschienen ist und dass die Apple Intelligence herauskommt, habe ich gedacht, ja, die kann ich nachher in Ruhe mal gemütlich durchlesen. Da wird ja nur das drinstehen, was wir schon wissen. Und das ist aus europäischer Sicht. Es gibt viele schöne neue KI-Funktionen bei Apple, aber ihr EU-Bürger bekommt sie im ersten Moment nicht. Und wann sie rauskommen, wissen wir auch nicht. Pustekuchen. Es stand allerdings tatsächlich so ein bisschen im Kleingedruckten drin. Eine große Sensation. Im April 2025 wird die Apple Intelligence auch auf dem iPhone und iPad für EU-Bürger kommen. Ja, kaum zu glauben. Es schien ja ein unlösbarer Konflikt zu sein zwischen Apple und der EU-Kommission. Was wir ja wussten war, dass auf dem Mac das Ganze jetzt dann trotzdem rauskommt. Also sprich, in englischer Sprache können wir jetzt ja die Apple Intelligence auf dem Mac zumindest so, wie sie zur Verfügung steht und dann eben mit dieser Spracheinstellung nutzen. Und wenn dann nächstes Jahr, das kam ja vor einigen Wochen, dann die Sprachunterstützung Deutsch rauskommt, also ein paar Monaten im Jahr 2025, dass wir dann eben auch auf dem Mac das Ganze in Deutsch nutzen können. Aber wer hätte denn gedacht, dass es jetzt tatsächlich so schnell eine Lösung gibt? Und man muss ja im Grunde sagen, eigentlich gibt es jetzt ja gar kein Problem mehr. Denn ohne die jeweilige Sprachunterstützung, also jetzt in deutscher Sprache, ist ja die Apple Intelligence sowieso nur halb so interessant. Zumindest was jetzt diese ganzen sprachbasierten Features angeht, wie eben diese Writing-Tools, diese Schreibtools, mit denen man Texte umformulieren lassen kann oder eben Korrektur lesen kann. Also das wird es dann geben, wenn die Sprachunterstützung für Deutsch tatsächlich auch rauskommt im April 2025. Und Apple hat dazu selber auch ein Statement abgegeben. Ich lese euch das mal kurz vor, wie es lautet. Wir freuen uns, dass EU-Kundinnen von iPhone und iPad Zugang zu vielen der wichtigen Funktionen von Apple Intelligence erhalten werden. Funktionen wie Schreibwerkzeuge, Genmoji, ein neu gestaltetes Siri mit verbessertem Sprachverständnis, Integration von ChatGPT und vieles mehr werden Nutzerinnen und Nutzer helfen, noch mehr mit ihren Geräten zu machen. Seit der Ankündigung von Apple Intelligence haben wir einen Weg gesucht, so viele der neuen Funktionen wie möglich in der EU bereitzustellen. Und zwar im Einklang mit dem DMA und bei Wahrung des Datenschutzes und der Sicherung und der Sicherheit unserer Nutzerinnen und Nutzer. Außerdem haben wir untersucht, welches zusätzliches Produktengineering hierfür erforderlich wäre. Wir freuen uns nun darauf, Nutzerinnen und Nutzer in der EU die Apple Intelligence Funktion mit kommenden Software-Updates verfügbar zu machen. Ja, zwei entscheidende Punkte stehen da drin. Das eine ist ja die Frage, wie kann Apple das Ganze verfügbar machen bei Wahrung des Datenschutzes? Was ja eigentlich heißt, wie kann Apple die Anforderungen, die die EU mittlerweile in Sachen Interoperabilität stellt an die Hersteller, so erfüllen, dass sie eben nicht anderen Marktteilnehmern unbegrenzten Zugang zu ihren Gerätschaften öffnen müssen. Denn das war genau die Argumentation, die wir auch beim App Store gesehen haben, dass Apple gesagt hat, damals eine Öffnung des App Stores oder alternativer App Stores würde die Sicherheit der Geräte gefährden. Und tatsächlich ist das ja auch nach wie vor die Sprechart mit den alternativen Marktplätzen. Apple hat das Ganze eingezäunt und mit Warnschildern versehen, dass es ja eben in der Verantwortung eines jeden Nutzers liegt, zu entscheiden, ob er das wirklich möchte. Also sprich, es ist nicht unmittelbar eine Gefahr, eine objektive Gefahr damit verbunden, sondern Apple kann einfach nicht dafür bürgen, dass die Nutzer nicht in Gefahr geraten könnten. Und so ist das letzten Endes ja auch mit der KI. Sprich, andere KI-Anbieter hätten Apple auffordern können, dass sie einen gleichberechtigten Zugang zum System bekommen, um eben ihre KI-Leistung auch dort anzubieten. Ja, und jetzt augenscheinlich ist das nicht mehr erforderlich, beziehungsweise es ist ja, und das ist der zweite Punkt, es ist ja von Produktengineering die Rede. Also wir dürfen gespannt sein, welche Änderungen sich in der Intelligence da ergeben, denn sonst würde Apple womöglich ja jetzt schon viel früher auch in Englisch diese Funktion im EU-Raum bereitstellen. Das heißt, es sind irgendwelche Änderungen an der Software noch nötig. Und es klingt ja sehr danach, dass wir das Ganze in iOS 18.3 oder 18.4 sehen werden. April klingt für mich eher nach 18.3, denn wir werden diese 18.2, die wir aktuell jetzt in der Beta haben, ja im Dezember sehen.
Dann ist erstmal Weihnachtspause, Neujahr. Und im neuen Jahr werden wir im Januar sicherlich dann die erste Beta von 18.3 sehen. Beziehungsweise eben iPad, ja, also iOS und iPadOS 18.3. So eine Beta dauert erfahrungsgemäß immer 3 Monate. Und dann sind wir ja schon ganz schnell bei März, April. Also wirklich eine interessante Nachricht, eine gute Nachricht auf jeden Fall, dass es jetzt weitergeht. Und ja, auch mal ein wenig aufatmen, denn ich dachte zwischenzeitlich schon, also ich habe ganz am Anfang, als dieses Hickhack um die Intelligence losging, habe ich immer gedacht, das wird sich im Laufe des Jahres 2024 aufklären. Apple kann ja nicht seine Nutzer von einem zentralen Feature, was sie jetzt mit den neuen iPhones zum Beispiel bewerben, auch mit den neuen Macs und den iPads, sie können nicht die EU-Nutzer in so einem großen Wirtschaftsraum davon ausschließen. Einige US-Amerikaner ätzen natürlich rum. Ja, liebe EU, das habt ihr jetzt davon. Jetzt seid ihr auf der einsamen Insel. Aber ganz so einfach war es ja dann doch nicht. Und ich ging halt davon aus, dass wir vielleicht schon eben zu iOS 18 diese Einigung sehen werden. Dann aber spätestens zum Start der Intelligence. Ja, und zumindest diese Hoffnung hat sich ja bewahrheitet. Also die Lösung ist jetzt verkündet worden. Ankommen wird sie tatsächlich erst später. Aber insgesamt mussten wir ja feststellen, dass ja die Intelligence eben ja auch sehr gestückelt herauskommt, dass wir ja längst noch nicht alle Features haben. Guckt euch gerne mein Video zu 18.1 an. Wir haben jetzt erstmal eine kleine Auswahl. In 18.2 kriegen wir weitere spannende Features. Aber ich warte bis heute noch darauf, dass Apple zum Beispiel den Zugang gewährt, jetzt um diese bildgenerativen Funktionen mal auszuprobieren. Das betrifft nicht nur uns Europäer, das ist international so, dass tatsächlich Stück für Stück die Nutzer auf diese Intelligence zugelassen werden. Selbst jetzt in der finalen 18.1, die jetzt ja für alle rausgekommen ist, gibt es noch eine Warteliste. Und das zeigt letzten Endes, dass Apple das Ganze eben schrittweise rausrollt, vermutlich auch um ihre Server, wenn es eben nicht lokal auf dem Gerät verarbeitet wird, nicht zu überlasten. Und ja, wir sind dann eigentlich nicht so weit zurückgeworfen worden, sondern wenn jetzt die halbe Welt aufgeschaltet worden wäre, Sprachunterstützung mal dahingestellt, wäre das wahrscheinlich sowieso in ein kleines Wartefiasko dann gemündet. Also wir können entspannt bleiben und das ist die Nachricht des Tages, die noch größer ist als der Mac. Wer hätte das gedacht in dieser Mac-Woche, dass wir so eine Nachricht bekommen? Was sagt ihr dazu, dass die Apple Intelligence jetzt dann eben auch in die EU kommt, dass es in den Schulterschluss geht? Wie sind eure Erwartungen? Denkt ihr, es wird irgendwelche Einschränkungen oder große Extrawürste geben, die uns den Spaß dann doch wieder vermiesen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über Likes. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu wünschen einen schönen Beginn oder einen schönen Fortlauf dieser Mac-Woche. Und natürlich nicht vergessen, Abos, damit ihr kein Video auf diesem Kanal verpasst. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.